Ja, hallo ihr Lieben, ich möchte euch begrüßen. Diesmal wieder ein Video über eine kleine Reise. Natürlich wieder innerhalb Deutschlands. Und zwar, es geht an die Nordsee nach Niedersachsen. Und dort liegt Karolinsiel. Karolinsiel entwickelte sich auch wegen seiner geschützten Lage im nördlichen Ostfriesland zum wichtigsten Hafen. Der Hafen von Karolinsiel war der zweitgrößte ostfriesische Siel- und Handelshafen der Nordseeküste. Durch den Halesieler Hafen ist das wertlos geworden und er wurde zugeschüttet. Doch am 9. September 1987 wurde der Museumshafen neu eröffnet. Und ein besonderer Höhepunkt ist das jährliche, im August stattfindende Sielhafenfest, wo ein Treffen von vielen Traditionsschiffen stattfindet. Es empfiehlt sich in jedem Fall, von Karolinsiel einen Spaziergang an der Hale entlang zu machen bis zum Hafen von Halesiel. Wer dazu keine Lust hat, kann natürlich auch mit der Concordia 2 fahren. Natürlich alles etwas kleiner als die großen Brüder, aber so ein bisschen Mississippi-Romantik kommt schon dabei auf. Ja, Karolinsiel ist natürlich sehr bekannt geworden durch den Museumshafen. Hier findet man richtig alte Pötte, um das mal salopp auszudrücken. Wenn man den Museumshafen dann hinter sich gelassen hat, dann kommen auf der Seite, der linken Seite, einige Cafés, Shops, Restaurants. Es gibt auch einen Minigolfplatz und einen Bootsverleih. Also für Jung und Alt, für jeden etwas dabei. Natürlich ist die Zeit um Mai, Juni rum besonders schön, weil eine Wahnsinnsblütenpracht überall in Karolinsiel und Umgebung zu sehen ist. Wunderschöne Farben, prächtige Anlagen und alles sehr gepflegt. Ja, auf der Hale gibt es auch solche Häuser. Man sieht anhand der Boote, dass es mit Sicherheit keine preiswerten Hütten sind. Aber es gibt dabei auch welche, die man mieten kann. Und schon sind wir im Hafen von Halesiel. Hier liegen kleine Boote, große Boote, Segelboote, Motorjachten, alles, was das Herz begehrt. Ja, von Karolinsiel bis Halesiel an der Hale entlang, würde ich schätzen, sind es circa 2,5 Kilometer. Thank you.
Ja, dort angekommen, wenn man über den Damm gegangen ist, dann sieht man endlich das Meer. Vorausgesetzt, es ist nicht gerade Ebbe. Aber bei unserem Glück haben wir natürlich wieder eine Zeit erwischt, wo wirklich Ebbe ist. Aber auch das Wattenmeer hat seine Reize. Man sollte allerdings vorsichtig sein und nicht einfach in das Watt reinmarschieren. Jedes Jahr gibt es dort Unfälle und damit ist nicht zu spaßen. Wir treten jetzt aber wieder den Rückmarsch an zu Carolinsiel. Wir könnten natürlich jetzt auch mit der Concorde wieder zurückfahren. Aber wir haben gedacht, nein, der Corona-Speck muss weg, also laufen wir auch wieder zurück. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, viel schneller ist die Concordia auch nicht als wir. Tja, und wieder zurück auf dem Weg nach Carolinsiel. Bei diesen schönen Rosen muss man einfach mal stehen bleiben und den Duft einatmen. Und schon sind wir wieder da. Am Museumshafen. Ja, und auch sowas gibt es natürlich in Carolinsiel. Hier ein Hafenstor. Ein kleines Kaufhaus, könnte man sagen, für Andenken, für Kitsch, aber auch für typisch Nordseeartikel. Tja, auch und solche Dinge haben wir erlebt. Natürlich in der Corona-Zeit haben die Künstler keinen Job. Und was machen sie? Sie geben kurzerhand einfach mal ein kleines Konzert am Hafen von Carolinsiel. Tja, und wie sagt man doch, der frühe Vogel fängt den Wurm am nächsten Morgen. Thank you.
das berühmte Bier herkommt, also auf nach Jever. Und als erstes besuchen wir das wunderschöne Schloss Jever. Aber nicht nur das Schloss sieht wirklich sehr schön aus, sondern auch die ganze Anlage und der Park rund um das Schloss sind wirklich sehenswert. So, ich hoffe, der kleine Rundgang durch den Schlosspark hat euch gefallen. Wir werden diesen jetzt verlassen und uns mal im Ortskern von Jever umschauen. Been too afraid to share my fears with you. Though I know there ain't no safer place than here with you, my love. I've kept them locked up and stored away. Can't we try this another day? Honey, I'm just so afraid. So break the lock on the door, 5-1. Let you in. Shattering glass on the floor just to show me you ain't playing around. Let me.
Ja, nachdem wir den Ortskern verlassen haben, da sind wir natürlich auch nochmal an der berühmten Brauerei vorbeigelaufen. Und gegenüber der Brauerei ist auch ein wunderschöner Park. Hier kann man sehr schön spazieren gehen. Die ganze Anlage ist auch wieder sehr gepflegt. Und wie ihr seht, fühlen sich hier auch schwarze Schwäne wohl. Ja, und wieder ist ein Tag fast rum und es geht gleich wieder auf die Heimreise nach Karolinsiel. Und morgen wollen wir dann mal unseren Deich besuchen, wo wir vor 2 Jahren Urlaub gemacht haben, Richtung Bensersiel, und dort haben wir uns pudelwohl gefühlt. Der nächste Tag und wieder Bombenwetter, und hier sind wir an unserem Deich. Ein Eldorado für Fahrradfahrer, für Spaziergänger und für alle, die einfach ihre Ruhe haben wollen, die die Weite des Wattenmeers lieben. Aber heute hatten wir mal Glück. Das Watt war weg. Wie ihr seht, meine Frau ist begeistert. Das weite Meer, die Stille, der Wind, all das begeistert uns und wir fühlen uns hier einfach wohl. Ja, ihr Lieben, der Film ist fast zu Ende. Zum Schluss gibt es noch ein paar Fotos, die ich in der Zeit geschossen habe. Ich habe allerdings wenig Bilder gemacht, weil ich nur mit der Filmkamera unterwegs war. Und viele Bilder sind sogar mit dem iPhone gemacht worden. Oder mit dem Smartphone. Viel Spaß noch bei den letzten Minuten und ich hoffe, bis bald. Und wenn euch der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch über ein Abo freuen. Bis dann!